Hey Freunde, was geht? Und wunderschönen guten Morgen aus dem, naja, heute weniger, aber trotzdem angenehmen Amsterdam. Gutes Wetter ist es nicht, aber trotzdem ist die Stadt wunderschön. Trotzdem ist die Laune gut, das ist das Wichtigste. Genau. Was heute passieren wird, ist, wir werden uns jetzt gleich was Leckeres zu essen suchen. Wir hatten gestern einen schönen Abend. 2-3 Gläser Wein. Orangensaft. 2-3 Gläser Orangensaft, bisschen Musik. War gut auf jeden Fall. Ich blende euch gleich mal was ein. Viel Spaß in diesem Video. Kuss geht raus. Und jetzt suchen wir Bitterballen. Bitterballen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, damit ihr auch so ein bisschen Background-Story kriegt. Heute ist auf jeden Fall Sonntag. Wir haben noch 3 Tage hier in Amsterdam. Heute ist so ein bisschen der freie Tag. Wir waren gestern ein bisschen aus. Hatten ziemlich Glück. Wir sind in einen Laden reingekommen, der eigentlich mit Tickets gewesen wäre, so gesagt. Man hätte Tickets gebraucht. Wir haben uns an der Abendkasse angestellt und mussten einfach keinen Eintritt bezahlen. Verstehe ich bis heute nicht. Verstehe ich auch nicht. War aber, was ich sagen kann, wahrscheinlich für dieses Jahr einer meiner besten Partys. Gute Musik. Geile Crowd war das auf jeden Fall. Durchgemischt. Ja. Relativ erwachsen. Alle stylisch gekleidet. War auf jeden Fall einer der besten Partys, die wir dieses Jahr hatten. Ja. Vielleicht sogar die beste gemeinsam. Und das in Amsterdam, Alter. Wir fliegen nach Tulum, wir fliegen da, weiß ich, meine, in Amsterdam. Verstehe ich auch nicht. Auf jeden Fall, meine verehrten Damen und Herren, wir fahren jetzt 2 Stationen von der Central Station Richtung Zuid und steigen aus bei Filsterkracht oder so heißt es. Verstehe ich auch nicht. Und werden eine Bar besuchen mit dem Namen Soju Bar Amsterdam. Korean Fried Chicken. We're 2 randoms. Alter, die Rolltreppe. Kannst du alle 4 Harry Potter Teile vorlesen, bis du oben bist. Es gibt aber 7. Hat jemand von euch verstanden? Verstehe ich auch nicht. Nee. Passt. Bester Supermarkt in Holland und hat sogar sonntags offen, ist mir gerade aufgefallen. Das ist nicht nur der beste Supermarkt Hollands, sondern auch Europas. Einer der geilsten in Europa. Wenn du dann sauber in der bist, ist es ein Traum, diese Einkaufsexperience. Bitterballen! Herzlich willkommen bei der Soju Bar. Korean Fried Chicken and B. Ich weiß nicht, man hätte eigentlich auch anrufen können so und fragen können, ob man einen Tisch kriegt. Schauen wir mal, ob wir einen Tisch bekommen. Also eben schon frei, glaube ich, oder? Are you guys waiting? Yeah. 20 Minuten später. Did you make a reservation? I have a table at the window here. Is that okay? Yeah. Follow me. Ja, aber. So, Freunde, herzlich willkommen. Es ging jetzt ziemlich schnell. Ich glaube, wir standen jetzt 8 Minuten oder so und dann haben die uns auch direkt reingeholt. Es ist zufällig auch ein Platz am Fenster frei, was sehr gut ist. Dann haben wir ein gutes Licht hier. Schauen wir einfach mal, ob man diesen Laden hier weiterempfehlen kann oder nicht. Also, damit man auch einen ganz kleinen Überblick auch für die Karte bekommt, es gibt allerlei Sachen an Getränke, Wein, Bier, Softdrinks, Kaffee. Schon mal ziemlich angenehm. Und dann kommen wir zu der Sektion, für die wir heute hier sind. Fruit. Bitterballen. Wir nehmen auf jeden Fall einmal Honey Butter. Inne. Honey Butter. Honey Batzigial. Alter, wie viele Chili-Schoten haben die da hingemacht? Aber es wurde mir eh gesagt, dass das so scharf sein sollte, man kann es nicht essen. Also. No, 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 mi no hablo inglés. Mi no hablo inglés. Garlic Soy klingt aber auch geil, oder? Ja. Garlic Soy, spicy sweet ist sicher geil. Honey Butter. Ich nehme auf jeden Fall Cilantro und Lime, Bruder. Mmm. Goldie shit. Sticky cheese. Das ist auch ziemlich, ne? Sticky cheese. Also Getränke sind auf jeden Fall schon mal bestellt. Es läuft ziemlich schnell hier alles. Das läuft mir da. Ich bin ehrlich, Leute. Ich habe miese Hangover. Top fit. Du siehst doch aus wie das blühende Leben heute. Wieder mal. Das erinnert mich an Berlin. Eieiei, das war eine Nacht gestern, ne? Junge, 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 Junge. Sollen wir 3 verschiedene Chicken nehmen und noch ein paar Sides? Es gibt so Sesam, Spinat und Fries. Fries würde ich auf jeden Fall nehmen. Und dann 3-mal Chicken. Ja. 8 Pieces. Das könnte ja schon viel sein, oder? Sollen wir erstmal mit 2 anfangen? Ja, ich glaube mit 2. Dann nehmen wir, was nehmen wir? Cilantro und Honey Butter. So, meine Herrschaften, bei mir daheim nennt man das Konterbier.
Jetzt am Brust. Brust, ja. Ist gut wenigstens. Ja. It's the fries, yeah? Yeah. Normal ones. Yeah. So normal fries. Then we get the honey butter chicken. Honey butter chicken, which is medium size or large size? Medium. Medium? Medium honey butter. And cilantro lime, also medium. Nur wenige Minuten später. Thank you. Stop online. Thank you. Sure, guys. Mir schon diese, ich muss es sagen, wir sind ja leider nicht mehr in Berlin. Das Gold ist, ich vermisse es sehr, muss ich ehrlich sagen. Oh, es ist heiß. Oh. Vielleicht kann es ein bisschen in der Liga mitspielen, das wäre sehr schön, aber es sieht sehr gut aus, oder? Hier haben wir einmal Honey Butter, Big Butty Wings. Zwei Pluspunkte schon mal. Freundlich alle und es ging sehr, sehr zügig. Ist auch ein Farbspiel, oder? Ist eine 10 von 10. Wir müssen jetzt einfach reinbeißen. Wir haben einfach gedacht, da sind keine Knochen drin. Das ist ein sehr guter Wing. Aber das Innenleben des Fleisch könnte juiciger sein. Trotzdem sind sie sehr lecker. Es geht wieder los. Banane ist extrem knusprig. Schon fast zu knusprig. Echt? Ist sehr, sehr fest. Aber geschmacklich und von der Juiciness. Bei mir war es schon sehr juicy, aber ich finde die Panade ist relativ trocken, relativ keksig und fest. Sie müsste ein bisschen softer sein. Aber es ist mehr um das Anfassen, gell? Ja. Es klebt doch dran. Mehr zerbrechen, wenn du drauf beißt. Trotzdem sieht es schon sehr, sehr krass. Genau das Richtige für diesen Moment. Genau. Ich muss auch ehrlich sagen, früher habe ich nie darüber nachgedacht, aber Chicken und Bier ist so eine Sache, die man eigentlich auch nicht so kennt. Es passt schon sehr gut, glaube ich. Bitter Ballen. Die Pommes müssen natürlich, wie wir mittlerweile gelernt haben, nach diesem langen und sehr, sehr wissenswerten Trip, müssen auch sehr gut sein. Das ist sehr wichtig. Richtig gesalzen zumindest. Könnte immer ein bisschen besser sein, aber das ist schon eine sehr gute Pommes. Ich will nur sehen, wie du jetzt selten machst. Kartoffeln. Ist okay auf jeden Fall. Satisfying you and I keep bleeding. I don't know why you act like you need or sing. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, feiere ich die Chicken schon sehr. Wir haben gerade herausgefunden, dass die Honey Butter auf jeden Fall ein bisschen juiciger sind. Die sind auch ohne Knochen. Und die von mir sind mit Knochen. Und da fehlt so ein bisschen Power, bisschen Salz, bisschen, weiß ich nicht. Ein paar Sachen könnten auf jeden Fall noch besser sein. Trotz allem wird es aufgegessen, das ist super lecker, muss ich ehrlich sagen. Bitter Baller. Ich würde genau das gleiche sagen wie du. Auf jeden Fall war eine 7 von 10. Du brauchst 7 von 10. War lecker, kann man machen. Aber du konntest so ungefähr jeden Bestandteil dieses Chicken Wings konnten wir irgendwas aussetzen. So, Panade. Das Fleisch hätte saftiger sein können. Die Panade hätte ein bisschen lockerer sein können, ein bisschen brüchiger sein können. Mehr Salz. Die Soßen waren. Die Soße war gar nichts. Also die Sweet Spicy Soße. Frechheit eigentlich. Yes. Bitter Ballen. Bitter Ballen.